Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Zelda Tears of the Kingdom. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Ach, Ladies und Gentlemen, was soll ich sagen? Es ist ein Arbeitstag und eigentlich möchte ich schlafen. Es ist so wie so diese, vielleicht kennt ihr das so, man hat richtig Bock, was zu tun, zu zocken, aber man ist irgendwie so richtig müde und eigentlich fertig. Aber warum quäle ich mich jetzt? Also, ja, irgendwie ja schon, weil wenn du müde bist, ist, meh, ich bei Klavier zumindest, ist wie Hunger. Dann muss ich das tun, sonst ist irgendwie schlecht. Aber ich will ja schon sehr, sehr lange wirklich endlich irgendwie schaffen zu streamen. Was mich, das ist, glaube ich, auch so der Haupt- und der einzige, naja, neben technischen Geschichten, die ich noch klären muss, ist so der größte Grund einfach so diese Müdigkeit, wenn du von Arbeit nach Hause kommst und dadurch die Angst, einfach die Leistung nicht zu bringen, nicht genügend lustig zu sein, für euch einfach so zu sein. Und deswegen gucke ich, ob das jetzt halbwegs vernünftige Folgen werden, die einige von euch mögen. Und dann können wir gucken, ob wir das Stream dann mal angehen. Ladies and Gentlemen, ich hatte gerade was völlig anderes im Kopf, was wir machen werden. Ich werde das, glaube ich, verschieben, diese Idee, weil wir gesagt haben, wir gehen jetzt erst in diesen Schrein. Der da heißt, wie heißt der Schrein? Der Schrein heißt Schrein. Schrein, Namen Schrein, Schrein. Es ist der Zuzu-Jai-Schrein. Diesen Schrein werden wir uns angucken und danach werden wir vielleicht erstmal noch was anderes tun. Ich habe da schon etwas im Kopf und ich wünsche euch bei dem ganzen Chaos, ich verspreche euch, es wird Chaos, viel, viel Spaß. So, let's go! Wir haben nämlich auch noch gar nicht geguckt, was die Aufgabenstellung ist. Waren also noch nicht drin. Das ist jetzt die Überraschung. Ich bin sehr gespannt. Ich bin eigentlich so müde. Eigentlich möchte ich mich irgendwo hinlegen, einkuscheln, so Decke drüber und nichts tun. Und ich weiß, ich würde safe in 20 Sekunden einschlafen. So, in Bewegung. Ja, das passt doch. Das ist doch passend. Okay. Aber Oh, kleine Skateboards. Können wir die benutzen? Müssen wir die benutzen? Uah. Das weiß ich noch nicht. Müssen wir irgendwo hinkommen? Könnte man die auch einfach grabben, wenn die hier jetzt ankommen? Ja, hier ist eine Kiste drauf. Da ist eine Kiste. Halt. Sopp. Haben wir gleich das Richtige mit der Kiste angehalten. Ist das geil. Also, die haben hier einen Wagen geklöppelt. Richtig gut. Holzpfeil mal 5. Ich habe nämlich auch schon angefangen, diese besagte Excel-Liste, die ich erstellen wollte, zu Kombinationen etc. Zu erstellen. Aber ich werde mir da vermutlich auch mal so ein paar Baukonstrukte irgendwie reinpacken. Könnten das potenziell später irgendwelche Räder sein? Das sieht fast so aus, dass das noch ein Sonau-Bauteil ist, was wir so noch gar nicht haben, ne? Ja, geil, dann können wir wahrscheinlich auch richtig, richtig Wagen irgendwie herstellen. Also, ich würde mal jetzt die Kiste hier vielleicht... Brauchen wir ja nicht. Die kann von mir aus gerne wieder hier. Tschüss. Tschö mit dir. So, wir müssen vermutlich jetzt hier hochfahren, richtig? Weil wir werden bestimmt nicht laufen können. Ja, alles klar. Dann ist halt die Frage... Satz mit X. Aber dann greifen wir das uns doch einfach von hier hinten eins, oder? Es müsste ja theoretisch einfach ganz normal fahren, oder? Wenn ich sie jetzt hinstelle. Ja, ah, nehme ich mit. Aber wir können, warte mal. Wait. Ich kann es zurückholen. Das ist ja Gott sei Dank noch meine Fähigkeit. Ich kann es zurückholen und theoretisch müsste es dann ja wieder nach oben fahren. Korrekt. Geil. Geil. Ah, guck mal. Ja, wir haben da Pfeile drauf, die die Fahrtrichtung anzeigen.
ultra gut. Dankeschön. Ich überlege gerade, ob wir uns das Teil einfach mal... Nein, ich will nicht, dass es zurückfährt. Nein, lass es mal nicht zurückfahren. Tschüss. Ich will es eigentlich tatsächlich einmal... So. Brauchen wir einfach nur gegenhauen zum Stoppen. Geil, wieder Frauen und Technik, oder? Das ist auf jeden Fall ein Sonarbauteil, was wir noch nicht haben und was wir kriegen werden. Oder? Haben wir das schon? Also wir haben ja solche Räder, aber die sehen anders aus. Das ist nicht das, was das... Also nicht das, was da dran hängt. Nee, nicht das, was da dran hängt. Ich glaube halt tatsächlich... Ah ja, genau. Zwei Sachen an Ideen noch. Ich glaube tatsächlich, dass wir wesentlich auf mehr verschiedene Türme freischalten müssen, weil wir dann auf verschiedenste Himmelsinseln kommen, wo wir vielleicht auch noch weitere Bauteile bekommen. Frage, die ich hatte, die sich mir noch nicht geklärt hat, da müssen wir mal... Siehst du? Da ist der Joy-Con Drift schon wieder gewesen. Ja, bin ich ja not amused. Also, genau, die Frage, die sich mir ergab, wie gehen wir hier jetzt ins Himmelreich... Die sind ja begrenzt, das, was man rausziehen kann. Wir müssen mal ein bisschen darauf achten, ob sich die vielleicht mit dem Blutmond wieder füllen. Ich ja. Da ist auf jeden Fall der Richtung Joy-Con Drift. Richtig ärgerlich. Also weiß ich noch nicht, was ich damit tue. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Genau, das ist nämlich so eine Überlegung, ob die sich wieder auffüllen oder ob die dann irgendwie komplett leer sind. Ich mache mal schnell ein Foto, um genau diese Theorie zu verfolgen. Weil wenn die wirklich richtig begrenzt sind, wow, dann haben wir ein echtes Problem. Ich teste nochmal nach unten. Ja, so das mit dem Joy-Con-Drift, da muss ich mich echt drum kümmern. Sehr ärgerlich. Ein niegelnagelneuer Controller, ne? Ich habe auch schon eine schlechte Kritik geschrieben, weil die jetzt mittlerweile bei dem Händler, der hat, glaube ich, jetzt nur noch zwei gehabt irgendwie gestern, zu Mondpreisen verkauft werden. Und das geht halt nicht, weißt du? Ein niegelnagelneuer Controller mit so einem Joy-Con-Drift. Also, excuse me. Das geht nicht. So, um nochmal rumzumeckern. Aber was müssen wir jetzt tun? Wir müssen jetzt vermutlich hier irgendwo dran drehen. Gucken wir mal. Vielleicht ist auch irgendwas Kombiniertes. Ja, okay, dann habe ich eine Idee. Dann müssen wir... Ich habe eine richtig gute Idee. Wir machen das jetzt ganz langsam... So. Und dann mit der Zeitumkehr. Weil da ist die Bewegung langsamer. So. Und dann drehen wir hier jetzt fröhlich einfach mal rum. Wir drehen jetzt. Solange bis dieses Ding hier dann durch ist. Ach, wobei, es geht gar nicht was ganz durch. Das habe ich nicht klug überlegt. Ah, warte mal. Okay, pass auf. Dann... Denk. Dann muss es wirklich reinfahren. Aber dann starten wir es von hier hinten. Au, ich habe noch eine andere Idee. Damit wir so ein bisschen die Zeit gewinnen, dass wir hier an der Stelle sind, machen wir es mit dem Bogen. Das sollte auch funktionieren. Okay, Link. Ach, Mann. Ach, du Depp. Mann, mach doch. Oh, Alter. Excuse me? Oh, Alter. So, aber ich glaube, das funktioniert auch. Und wir müssen mit dem Teil reinfahren. Ich glaube, so soll es nicht aussehen, oder? Frau hat geparkt. meinst du, in Hyrule gibt es auch eine ADAC? Aber ich sehe gerade, wir können uns hier vielleicht durch... ich habe noch einen Plan. Das muss noch ein Stück weiter rein. Hups.
Eigentlich prinzipiell können wir es ja fahren lassen. Es scheint ja irgendwie eine Endlosbatterie zu haben. Pass auf, dann drehen wir nochmal am Rad. Mist. Aber... Nein, ist unser Ding jetzt komplett weg. Oh, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ach, Schitte. Aber reicht nicht einfach, wenn ich hier die Zeitumkehr mache? Warte. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das eine Kiste? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das eine Kiste? Nee, das ist eins von den Rädern. Ja gut, das bringt ja so auch nichts. Ach, Mann, Mann, Mann. Kann ich... Ich habe jetzt noch eine andere Idee. Vor allen Dingen, jetzt müssen wir einfach wieder zurück, ne? Ach, Schitte. Uäh. Auch hier gibt es vermutlich wieder mehrere Lösungswege. Wir holen uns einfach jetzt nochmal einen Wagen. Und ich bin am Überlegen, ob wir uns nicht zwei Wagen holen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ich habe einen Plan. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht überfahren werde. Wobei ich den Eindruck habe, dass der hinten da jetzt wirklich weg ist, ne? Nein! Ach, Himmelarsch! Aus! Ach, Mann. Und da war es weg. Frauen und Autos. Habe ich gesagt, dass das ein einfacher Tempel wird? Nein. Ich könnte nämlich auch einfach mal gegenschlagen. Warte mal, wenn ich mich hier hinstelle, kommen die bestimmt da drüben runter, ne? So. Stopp! Ich habe gesagt, anhalten. So, und die Richtung ist da lang. Frage ist ja, können wir das Rad bewegen, wenn wir... Ich nehme jetzt einfach mal was mit. Transportiere jetzt mal ein bisschen Materialzeugs. Können wir vielleicht drüben was bauen? Ich will jetzt nicht verbinden. Ich will jetzt einfach nur fallen lassen. So. Reichen uns drei? Theoretisch ja, wenn es nicht runterfallen würde. Also man muss beim drauf platzieren offensichtlich so ein bisschen aufpassen, dass man es nicht verbindet. Ich meine, man könnte es auch miteinander verbinden. Ja, könnte man natürlich. Wir können es ja auch wieder trennen. So, dann werde ich den Wagen vielleicht noch ein bisschen mehr in Position bringen. Wir müssen es verbinden, weil sonst fällt es runter. Gut, wieder was dazu gelernt. Ja, okay, pass auf, dann verbinden wir es. Ich habe halt Angst, dass sie da oben... Weil wenn ich jetzt... Das Problem ist, wenn ich jetzt sie raufschlage, sind die ja auch aktiv. Nicht, dass sie jetzt gegen mich arbeiten. Wow, das kann gleich volle Möhre Chaos werden. Das sei halt gleich... Wo steht denn die Scheiße hier schon wieder? Mann! Ja, ich habe was vor. Aber das, was ich vorhabe, kann ich noch nicht so ganz umsetzen, weil... Und schon bauen wir wieder mal was richtig Schwachsinniges. Also schwachsinnig sieht es jetzt gar nicht aus. Oh, kann ich ganz nach oben rauf? Kann ich doch bestimmt. Warte, ich habe doch das hier. Geil. Okay, um es jetzt zu aktivieren, brauchen wir halt wirklich, glaube ich, Pfeile. Ah! Nein, das fährt ohne mich, es fährt ohne mich. Halt, halt. Spaß mit Fahrzeugen. Ich sag doch, die drehen mit. Oh, aber das ist zu schwer, stelle ich gerade fest. Ist das zu schwer? Kann es nicht abheben? Echt jetzt? Aber hier funktioniert's doch. Willst du mich trollen?
Nee, ist ein bisschen zu schwer. Ist wirklich zu schwer. Ist ernsthaft zu schwer? Oh, really? Mann. Aber nix ist einem gegönnt in diesem Spiel. Stopp. Gut, dann müssen wir ein bisschen was davon ablösen. Ach, wie ärgerlich. Ich wollte halt ein paar zur Auswahl haben, weißt du? Oh, jetzt müssen wir erstmal aufräumen hier. Weg damit. Weg damit. Kann ich nicht die Tür... Ich habe noch eine andere Idee. Ich habe noch eine andere Idee. Kann ich nicht die Truhe hier vorne ran bauen und dass mir die Truhe dann im Endeffekt die Tür aufhält? Warte, ich probiere nochmal, ob wir jetzt fahren können, sofern ich raufkomme. Boah, die Geburt, Alter. Warum hängt das fest? Wir müssen... Ich wollte schon sagen. So, und jetzt aber. Schaffst du? Ist immer noch zu schwer, ne? Wir haben zu viel dranhängen. Aber ich bin zuversichtlich. Go, go, go! Das schafft mein Gefährt. Das wird was. Das wird gut werden, Freunde. So. Jetzt nehmen wir es mit. Ist jetzt das Ding, was ich hier extra rüber bedingsen wollte, weg? Oh, bleib doch einfach stehen, Mann. Mach das natürlich nicht. Fantastisch. Ich muss dann tatsächlich, wenn ich es öffne... es jetzt anhalten. So. Aber wie komme ich jetzt rein, ist die Frage. Es ist ja immer noch nicht geöffnet. Ich kann es vielleicht aufhebeln, wenn ich es hochschiebe. Auch nicht. Ich müsste mir irgendwas bauen, um runterzukommen. Kann ich mich nicht ducken? Er konnte sich doch irgendjemand ducken, oder? Ich wollte gerade sagen, wir können doch drunter durch. Ey, Mann. Ich habe mich schon wieder angestellt wie der allerletzte Mensch. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich was komplett anderes ausprobieren. Aber gut, jetzt hat es so auch geklappt. Mehr schlecht als recht. Hey, hier haben wir auf jeden Fall viele Räder. Wie hänge ich mich denn da jetzt ran? Oh, ich habe noch eine Idee. Kann ich so ein Ding mit meinem Schild kombinieren? Wir haben ja jetzt an dem Schild ein... Wait. Eine ganz verrückte Idee jetzt. Wir haben ja hier an dem Schild... Warte mal, lass uns den mal nehmen. Durch Synthese, weil was anderes. Und jetzt? Ist halt die Frage, was kann ich jetzt damit? Hä? Oder muss ich jetzt irgendwas bauen? Hier ist ein Abdings. Nein! Abgrund! So! Ein Abdings. Ach so, jetzt sehe ich's. Das ist so eine Plattform. Okay, fährt die jetzt alleine rüber? Oder braucht die irgendeinen Anschwung? Ach nee, wir können oben direkt da was reinhängen vielleicht. Oder? Ich habe eine Idee. Oder wir müssen was bauen. Okay, wir müssen es hier vielleicht irgendwo verbinden. Ach, kriegt man aber auch nicht, wenn die Distanz einmal so groß ist. Ah, das ist mit vor und zurück gemeint. Ah,
gut, ich habe wieder eine neue Funktion gelernt. Kriege ich jetzt hier oben irgendwo ran? Oh, fuck, Alter! Diese verkackte Lücke, Mann! Warum bewegt sich das Ding? Ah, mobben wir den Spieler. Am Arsch. Habe ich schon gesagt, dass ich eigentlich müde bin? Man merkt man mir auch kein Stück an, oder? Ja. Was war das für ein Zeitloop-Move? So, Überlegung ist, ob wir das jetzt hier oben irgendwo ranklöppeln können. Frage ist halt, wie? Wie rum? Anders. Ah, jetzt. Warte mal, mit dem Pfeil. So vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Haben wir jetzt ein Rad dran? Funktioniert das? Nö, warum auch? Okay, pass auf. Ich muss das irgendwie... Oh, Alter, ist einfach nicht mein Element, ne? Dieses scheiß Teil. Was zum Mann? Okay, jetzt bleibe ich hier im Abgrund stehen. Ich weiß nicht, wie ich den Mist verbinden soll. Das ist mein Problem. Das ist jetzt das erste Element, was ich nicht sehe, wie es funktionieren soll. Ich hätte halt gedacht... Ach so, ja, oder wenn man sich einfach anschieben lässt von hinten. Wenn man das einfach so macht... Könnte das funktionieren? Dann schiebt das halt von hinten an. Ich weiß halt nicht, ob das reicht. Wir brauchen noch mehr Antrieb wahrscheinlich, ne? Aber irgendwie sieht das auch nicht aus, als wäre das mit dem Teil verbunden. Ich weiß noch nicht, was wir daraus bauen sollen, wenn ich ehrlich sein darf. Aber man sieht auch nicht sofort alles. So, ne? Aber ich freue mich, dass es endlich mal ein Spiel ist, was so ein bisschen mehr technischeres Know-how erfordert. Aber eigentlich müssen die Räder doch von oben kommen. Das muss doch... Ich baue es doch völlig falsch. Ich muss es so nach dem Prinzip wie... Ich sterbe schon wieder. Bei einer Achterbahn. Da hast du ja auch die Schienen. Dann hast du oben was, so diese Greifer, die rumgreifen. Und dann hast du die Rollen oben. Und das rollt dann so mit. So muss ich das bauen. Sprich, ich muss es... Eigentlich, oder wenn, reicht nicht einer? Es ist immer noch nicht auf den Schienen drauf, ne? Alter, das ist ja jetzt heute meine Challenge hier, Mann. Am Arsch. Nein, nicht anknicken. Oh, Alter! Mann! Entschuldigung, aber das ist einfach gerade nicht mein Tempel. Können wir bitte einfach dieses Konstrukt jetzt fertig kriegen? Himmelarsch. Ich stelle mich an wie der letzte Mensch. Es gibt einfach so manche Sachen, die sieht man im Kopf nicht. Ach, vielleicht ist es das auch so ein Moment, wo ich denke so, ja, das ist so ein bisschen der Übermüdung geschuldet. Aber guck mal, wir sind ja jetzt schon ein Stück näher dran. Ich glaube tatsächlich, dass das so die Methode ist, wie es funktioniert. Wir brauchen nur mehr. Warum fährt es denn jetzt komplett weit weg? Mann. Ah, das gibt's doch nicht. Oder wir bauen richtig einen Wagen obendrauf. Können wir natürlich auch machen. Oh.
Ich stelle mich gerade wieder der letzte Mensch. Ich weiß. Das, Freunde, ist genau diesen Hirnmurks, den ich meinte. Das nervt mich einfach an, wenn du arbeiten warst, dass dann irgendwann, das ist ab einem gewissen Alter dann der Punkt, dass du einfach dann im Kopf, du kannst dich bemühen, so sehr du willst, aber es geht einfach nicht mehr. Ach, zum Kotzen. Alt werden ist scheiße. So. Ich bin mal richtig gemeckert. Aber wie bauen wir jetzt den Kackmist hier zu Ende? Am Arsch. Weil das hängt ja jetzt auch nicht auf den Schienen irgendwie drauf. Ich würde jetzt vielleicht noch einen dritten dazu holen. Man muss auch die richtigen Tasten bedienen können. Mann, am Arsch. Einfach nur am Arsch. Ich hatte sowas Schönes im Kopf. Ach, jetzt verzweifle ich an diesem... Und der Tempel ist vermutlich so unfassbar leicht. Alle werden mich jetzt auslachen wahrscheinlich. Aber ihr seht ja gerade, mein Gehirn spielt mir einen dezenten Streich so. Ich möchte es nach vorne. Wie kriege ich denn die Distanz nach vorne? So kriege ich es ja gedreht. Aber wie kann ich die Distanz verlängern, wenn ich hier stehe, um nicht mitlaufen zu müssen? Wisst ihr, was ich meine? Die Haltedistanz. Oh, jetzt kriege ich es ja nicht gedreht. Also muss ich ja mitlaufen. Ich mache es einfach von hier hinten jetzt nochmal so als Verbindungsstück. Das sollte doch safe funktionieren. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann... Na, Mensch. Warum nicht gleich so? Komm jetzt. Soll ich pusten oder was? Oh, sag nicht, das reicht immer noch nicht. Das Rad da dreht sich nicht. Warum dreht sich das Rad nicht? Zu wenig Energie? Hm. Gut, jetzt geht gar nichts mehr. Weder vor noch zurück. Spaß machen wird der Tempel, haben sie gesagt. Ich überlege schon, ob wir fast dieses Brettchen da noch mitnehmen. Aber was genau soll ich denn jetzt noch machen? Weil woanders wüsste ich jetzt nicht, dass ich noch Räder anbringen soll. Ich kann natürlich auch gucken, von unten nochmal welche mit anbringen. Die laufen ja jetzt, haben ja alle jetzt die richtige Laufrichtung. Was? Warum hat das nicht gehalten? Eine Stunde später, sie ist immer noch in dem Tempel. Da hat der Flabber nachgelassen, habt ihr gesehen? Ist halt die Frage, funktioniert das jetzt? Nein. Ach, Mano. Ah! Das ist safe ganz easy. Ich komme einfach auf diese verkackte Lösung mit diesem Ding nicht. Mann, das regt mich ja jetzt auf. Weil einen Wagen oben draufsetzen ergibt für mich jetzt auch eher weniger Sinn. Ich meine, wir können es ausprobieren. Dass wir halt hier ganz oben drauf auf die Geschichte nochmal den Wagen setzen. Den wir aber auch nicht durchbekommen. Ich muss ihn auseinanderbauen, fürchte ich. Ja. Komme ich dann da durch? Nee. Kriege ich auch nicht mehr durch. Ach, so ein Mist. Habe ich das Teil aufgehebelt? Nee, je mehr ich entferne, desto schlimmer wird's. Auch mit nichts aufgehebelt. Ist ja furchtbar. Aber dann, was ist die Lösung? Ich bin fast dafür. Weißt du, was ich jetzt mache?
Ich kleppe mir jetzt noch eine Turbine hier mit dran. Das ist zwar, glaube ich, nicht Sinn und Zweck und ich weiß auch nicht, ob das geht. Ich gucke euch heute schon wieder sehr wenig an, das tut mir leid. Kriegen wir nicht raus. Das heißt, wir müssen es irgendwie aktiv kriegen mit dem. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß nicht, wie wir das jetzt hier bauen sollen. Kann ich nicht mit meinem auf meinem Schild irgendwas tun? Ich habe ja mein Schild, der ist doch aktiv. Kann ich mich da nicht irgendwie ranhängen? Toll. Warum zerbricht mein Schild? Ich habe ihn noch nur null genutzt. Mist. Habe ich das Ding vielleicht rausgehebelt? Aber ich kann es auch nicht... Ah, weißt du, was wir machen können? Vielleicht ein Rad oben drauf. Ah, wir können es auch abmachen. Oh, wir können es auch abmachen. Ah, weißt du, ich wusste nicht, dass wir es abmachen können. Dann habe ich eine Überlegung. Ja, ey, dann ist es ja easy. Oh. Weil, dann machen wir einfach eins rauf, dass die... Warte. Gib mir kurz eine Sekunde. Dann machen wir das hier fest. So, weil wenn wir das jetzt hier rauf... Ah, ich wusste nicht, dass wir es komplett abhebeln können. Und dann hast du nämlich... Warte. Hier. Ja. Ich weiß. So. Da hast du nämlich da... Oha. Man kann das abhebeln. Es sah nicht so aus, als würde das hier drüber passen. Natürlich. Und jetzt funktioniert's. Oh, echt jetzt? Und ich habe bestimmt jetzt 20 Minuten an diesem Ding dann rumgedoktert. Ich habe 20 Minuten an dieser Teil rumgedoktert. Anstatt auf die Idee zu kommen, dass man dieses Ding... Ach, leck mich am Arsch. Ja, Construction Dirty ist am Start. Ich weiß nicht, ob das, was ich vorhatte, vielleicht daher eine kluge Idee ist. Es tut mir so leid. Oh Mann. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Ja, ich hätte mich gleich mit versiegeln können in der epischen Zeit, die ich gebraucht hätte. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben, auch wenn es witzig war anzugucken. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Ja, was mich erfüllt. Och, Mann. Abmachen, abmachen. Ah, aber ich meine, ihr habt ja gesehen, irgendwas mit Rad... Oh. Also, das ist die Musterlösung. Ihr habt es jetzt gesehen, wie sie aussieht. Oh, Rad abmachen. Einfach das Teil abmachen. Oh. Und die Lösung war so einfach. Die war so einfach. Wie die ganzen letzten Male. Ich mache es mir einfach viel komplizierter, als es ist. Oh. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen im Konstruktionsmodus, ne? Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ich bin froh, hier wieder raus zu sein, darf ich das mal sagen? Oh Gott. Ey, ist das peinlich. Ich weiß bestimmt, ich werde beim Schneiden auch wieder davor sitzen. Und dann hänge ich so, Gott, wo war dein Gehirn? Was hat es getan? Ja, gute Frage. So, Ladies and Gentlemen, das war doch jetzt mal ein Erfolg. Theoretisch, wenn wir jetzt der Hauptquest folgen wollen würden, müssten wir jetzt in das Loch hier rein springen. Aber ich habe tatsächlich eine komplett andere... Ach, guck mal, sind jetzt hier auch Räder am Start? Ach, geil, wir haben jetzt auch Räder hier. Wir haben Räder hier, wir haben Räder hier, wir haben Räder hier. Das heißt, ich könnte mir meinen ersten Wagen auch bauen. Ui, aber ich kann ihn nicht so wirklich lenken. Er kann halt nur geradeaus, ne? Oh, Freunde, ich habe eine Idee. Also, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen im Konstruktionsbaumodus, bevor wir da in dieses Loch springen und das endgültig Böse über uns hereinbrechen wird. Was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt einfach uns mal zum Stall teleportieren, wohlgemerkt, nicht laufen, sondern teleportieren, und den Wagen holen und einfach mal so just for fun gucken,
wie viel Material man überhaupt auf diesen Wagen raufladen kann. Ich habe ja die Befürchtung, dass es gar nicht so viel ist, bevor es runterknallt. Ich würde halt einfach mal gucken, ob wir wirklich so ein großes Bauprojekt umsetzen können. Habe da nämlich auch schon was im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das materialtechnisch geht. Weil ich mir jetzt irgendwelche Sachen ausdenke und drumherum plane, mache, tue. Da. Müssen wir das tatsächlich jetzt erstmal testen? Jetzt werden alle sagen, hö, spring doch in das Loch. Nein, Ladies and Gentlemen, ich überrasche euch heute. Wir machen jetzt so ein bisschen den Obi-Baumarkt-Service oder beziehungsweise, ja, Hagebau und wie sie nicht alle heißen. Hashtag Werbung. Ja, yippie, yippie. Also wir sind jetzt so ein bisschen Lieferservice von Hornbach und Co. Und immer wieder fällt es runter und zeigt mir, hier ist etwas, nimm es mit. Genau, dann holen wir nämlich unser Pferd und spannen ihm das erstmal jetzt diesen Wagen daran. Ich bin sehr gespannt, wie Blitz reagiert. Oh, ich habe tatsächlich noch eine Frage an euch. Mir hat jemand gesagt, dass es bei den Amiibos sein könnte, dass man nicht nur ein Goodie irgendwie bekommt, sondern mehrere. Jetzt habe ich ja relativ viele Amiibos, die man so durchtesten will. Jetzt würde ich euch sehr gerne fragen, wollen wir alle diese Amiibos, die ich besitze, also die Zelda-Amiibos, in einem Video testen? Oder wollen wir, weil wenn es wirklich mehrere Sachen sind, ist halt meine Angst, dass so die Freude und dass man das dann irgendwie gar nicht mehr so richtig auffasst und wahrnimmt. Für so ein Video ist es wahrscheinlich besser, für diejenigen, die halt nur sehen wollen, was aus den Amiibos rauskommt, was man alles bekommt. Aber ich weiß halt nicht, ob das dann nicht zu viel ist, wenn es wirklich mehrere Sachen gibt. Daher die Frage, sollen wir alle in einem Video, wollt ihr alle zusammenhängend sehen oder soll ich einfach immer mal wieder in jeder künftigen Folge immer mal wieder einen draufstellen und wir gucken, was passiert. Vielleicht können wir die ja auch mehrfach einsetzen. Ich glaube zwar nicht, weil normalerweise heißt es dann immer, dass du hast ihn schon eingesetzt. Ich weiß es nicht. Das würde ich euch sehr, sehr gerne mitentscheiden lassen. Du bist ja schon früh auf. Ich war gar nicht erst schlafen und das schon gefühlt ganz viele Tage nicht. Ich möchte mein Pferd abholen. Und zwar Blitz. Wir brauchen jemanden mit viel guck mal, Zugkraft. Oder wir nehmen Sundancer. Der hat mehr Zugkraft. Aber Sundancer hat noch keine maximale Zuneigung. Ah, das ist ja jetzt dumm. War das mein letztes Pferd? Also, ich brauche jetzt einen mit viel Zugkraft, glaube ich. Okay. Ich kann mich an das Pferd ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Und dieses Pferd vermutlich auch nicht mehr an mich. Ja, wir legen gleich das Geschirr an. Aber es ist ein hübsches Pferd. Sundancer. Süß. Vielen Dank, ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, weiß ich doch, komm ich zurück, machen wir. Ja, ist doch okay. Aber was erzählt ihr denn als erstes? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was er alles gesagt hat, ne? Todesberg, ja. Hat jetzt irgendjemand aufgepasst? Nö, ne? Hi! Also, ich glaube, wir müssen erstmal unsere Freundschaft noch ein bisschen pflegen. Was hältst du vom Apfel? Frisst du mir schon aus der Hand? Ich würde sagen, ja. So, ist halt die Frage, welchen Wagen können wir da jetzt anspannen? Der da hinten, der sah jetzt nicht so aus, als wäre da so viel Option, um Sachen raufzupacken. Sundancer. Süß, an das kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. So, absolut gar nicht. Tja, was machen wir jetzt? Müssen wir den Wagen bauen? Ja, wir müssen den Wagen vermutlich bauen. Okay. Dann... Bei denen da hinten, den finde ich ein bisschen... Hi. Cool. Ich habe gehört, du hast sehr viel Zugkraft. Los! Das wird jetzt ein bisschen, ja, schwierig werden, aber das will ich unbedingt mal ausprobieren. Haben wir da unten Material? Das Pferd ist noch nicht so ganz bei mir.
Dann würde ich vielleicht hier erstmal einen Wagen bauen, sofern wir können. Aber ich sehe keine Räder. Ich sehe keine Räder. Ohne Räder kein Rad, kein Wagen. Aber ich sehe eine Ente. Und die Ente hat mich gesehen. Gut, damit kriegen wir keinen Wagen gebaut. Was wollte ich tun? Ich wollte rennen. Ja. Also das Pferd ist auf jeden Fall schwieriger im Handling, weil wir uns noch nicht so ganz... Wir sind noch nicht so ganz grün. Ist auch von der Bedienung komplett anders als... Als das andere vom letzten Mal. Verrückt. Kann ich das mit dem Pferd anbinden, wenn ich auf einem sitze? Oder rennt das auch weg? Es rennt weg. Ihr seht ja, hat auch nur zwei Sporen. Ist jetzt auch nicht das schnellste. Ist auch vom Handling komplett anders, ne? So, zwischendurch mal ein bisschen streicheln. Also, ich werde jetzt mal die Augen offen halten nach Material, dass wir einen Wagen gebaut bekommen. Das heißt, wir bleiben jetzt mal so... Ah ja, hier. Genau hier an der Ecke, wo ich eigentlich gar nicht kämpfen will oder so. Okay, pass auf. Dann klöppeln wir jetzt den ersten Wagen, würde ich sagen. Pass auf, das wird toll. Aber nehmen wir den großen. Ich brauche eine große Fläche. Ja, ich brauche eine richtig, richtig große Fläche. Das heißt, ich muss so ein richtig großes Brett nehmen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Da oben ist halt so ein langer Lulatsch, auf den ich keinen Bock habe. Irgendwo hier in der Nähe. Da. Dieser da. Den muss ich jetzt nicht unbedingt hier ran, herbeirufen. Achso, warte mal. Nee, wir brauchen Achsen. Wir haben ja schon mal so den ersten Wagenversuch gemacht gehabt. Wir brauchen hier eine Achse. Brauchen wir eine Achse? Ja, natürlich. Irgendwo müssen die Räder ja rauf. Vertraut mir, das wird toll. So. Wunderbar. Und wir müssen es dann da hinten ja auch noch verbinden irgendwie. Also müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ich fühle mich schon so richtig mittelalterlich. Ist das schräg dran geklöppelt oder ist das schräg dran geklöppelt? Es ist schräg dran geklöppelt. Na, mal gucken, ob das funktioniert. Wir werden ja sehen, ob es sich dreht. Weil von dem, was hier dranhängt, sieht es halt an wie direkt. Also sieht es halt aus wie direkt am. Am Brett. Aber das finde ich jetzt instruktions- oder ingenieurstechnisch jetzt nicht die klügste Wahl, das direkt ans Brett zu klöppeln. Ach, wirf die Keule weg! Nein, mein Hartholzprügel zerdingst gleich, zerbricht. Ich einfach schon wieder nicht mehr reden kann. Nein. So, pass auf. Ich probiere es einfach. Ich probiere es. Wenn nicht, sonst bauen wir das Teil da hinten zu Ende. Ich will halt unbedingt mit diesem großen Holz was anfangen. Es kann auch sein, dass es viel zu schwer ist, weil ich mir erhoffe, dass hier sehr, sehr viel raufpasst. Na, Lady, was ist Ihr Problem? Hast du Angst vor mir oder dem Rad gehabt? Komische Frau. Oha! Ein schwebendes Rad! Call me Magician. Link der Magier. Ja, ich würde sagen, es dreht sich. Sehr gut. Das ist doch zauberhaft. Ich weiß halt nur nicht, ob es jetzt nicht zu schwer ist. Das kann durchaus auch sein. Und es rollt fantastisch weg. Das heißt, wir gucken mal, ob wir es verbunden kriegen. Nein, kriegen wir nicht. Fantastisch. Dann... brauche ich halt tatsächlich gleich noch eine Achse irgendwie dran. Wir können auch gucken, ob wir es so verbunden kriegen. Das sieht gut aus. Ich mache mal einen Test.
Boah, das sieht richtig gut aus. Vor allen Dingen können wir mit diesem Riesenbrett richtig, richtig viel transportieren. Ich würde, glaube ich, sehr gerne noch Begrenzungsbrettchen hier hinbauen. Jetzt weiß ich halt nicht, die kleinen oder die großen wirklich. Dann haben wir so einen richtigen Wagen, also so einen richtig krassen Wagen. Aber es kann, ist so ein halbes Haus. Aber es könnte auch sein, dass es zu schwer wird. Dass das Pferd dann zusammenbricht. Also, das heißt, wir müssen auf jeden Fall, brauchen wir ein Pferd, was richtig ordentlich schleppen kann. Mir jetzt schon leid, die Tiere hier. Weil es soll ja auch noch Baumaterial drauf. Da hat schon mal jemand dran gedacht. Was für ein Scheiß mache ich hier eigentlich schon wieder? Fragen sich einige. Ich weiß es selbst nicht. Ich kriege gerade das Ding nicht gedreht. Ich will, was will ich tun? Ich will... So, Satz mit X, nix. Ich will das so gedreht haben. Mein Gehirn sagt... Ich krieg's nicht gedreht. Ich lasse es mal fallen. Und greif's einfach nochmal. Manchmal ist es klüger. So. Ey, das ist ein halbes Haus. Aber wir müssen halt so ein bisschen was an Begrenzung hier hinbauen. Kann ich mir einen Wohnwagen bauen? Aber das Blöde ist ja, dass die Teile ja nicht beständig sind. Das würde ich mir noch wünschen, dass man die Konstrukte auch irgendwo... Das ist viel kleiner. Was ist das für eine Höhe? Dass man die irgendwo auch hinterlegen und speichern kann. Weißt du, wie ich meine? Alter, das ist ja viel... Hä? Guck mal. Ist ein dezenter Unterschied, würde ich sagen. Warte mal, dann machen wir es gleich. Ich wusste nicht, dass hier so viele verschiedene Größen dabei sind. Gut zu wissen. Braves Pferd. So ein braves Pferd. Sundancer, die beste. Wie kriege ich denn das? Also wie kann ich die Distanz verändern? Gar nicht mehr. Fantastisch. Dann laufe ich jetzt mit. Und laufe drumherum. Drehe mich ein bisschen. Irgendwie sind die alle so ein bisschen... Also der Holzzuschnitt, wenn ich ihn mal bemängeln darf. Der Holzzuschnitt ist ein wenig dürftig. Na, braves Pferd. Ich gebe dir mal noch einen Apfel. Du machst hier Grandioses. Können die nicht auch Karotten fressen? Aber wir haben nur eine, ne? So. Ich finde den Wagen ja toll. Ist halt nur die Frage, ob wir uns damit fortbewegen können. So. Ich glaube, ich würde hier vorne noch ein Brett hinklöppeln. Damit das nicht da vorne rutscht. Ja, ist okay. Damit ich auch nicht hin und her rutsche. Also hier würde jetzt ein bisschen was raufpassen. Irgendwie ist das hier noch nicht richtig verbunden. So wie ich es. Irgendwie sieht das ein bisschen schräg aus. Genau so. Nehme ich jetzt die ersten Sachen schon mit? Ich habe ja gesagt, wir wollten auch mal gucken, wie wir Sachen mitnehmen können, ne? Ist halt die Frage, wie transportieren wir jetzt Sachen? Eigentlich platzsparend. Und platzsparend wäre dann in dem Fall so ein bisschen hochkant. Gott, das arme Pferd, das tut mir jetzt schon leid. Ich habe auch wirklich die größten Latten einfach mit, ne? Ich weiß noch nicht, was der Plan ist. Kriege ich das hier rauf? Theoretisch müsste es ja hier rauf passen. Ich würde es jetzt einfach so. Und das Teil würde ich hier jetzt auch rauf. Und bei dem können wir doch bestimmt auch ein bisschen was auseinanderdingsen. Brauchen wir die Räder? Ich weiß... Ach, ja, nimm den Pfeil doch mit. Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, ich alles erstmal... Können wir das irgendwie trennen? Trenn es doch.
Können wir nicht. Also das ist wirklich ein fertiges Konstrukt, sehe ich gerade. Dann lasse ich das einfach mal da. So, jetzt ist halt die Frage, bewegt sich das Ding? Sundancer? Irgendwas ist runtergefallen, ne? Schwierige Geburt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Schwer, schwer, schwer. Wir kriegen das hin. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Warte mal. Das da. So. Das hat sich verkeilt. Nee, warte mal. Wir müssen es halt wirklich schon miteinander verbinden. Völlig egal, wie. Oh, Hauptsache irgendwie. Sonst klappt das nicht. Okay, ich bin ja sehr gespannt, ob wir damit irgendwo hinfahren können. Das ist halt schon riesig, ne? Oh mein Gott, wie geil. Aber guck mal, wie arschlangsam wir sind. Alter, wir kommen so langsam damit voran. Aber wir kommen voran. Ist das geil. Ist das geil. Lieferjunge Link. Lieferjunge Link. Pass auf, und jetzt kommt ein Feuerspeiner Drache und setzt alles in Brand und dann ist alles weg. Frage wäre halt natürlich, ob ich das Pferd jetzt auch irgendwie unterstütze mit Batterie, Energie, irgendwelche Sonaubauteile. Könnte man auch mal. Ich sehe gerade die Räder, das Rad da vorne dreht gar nicht. Siehst du das? Ja, weil es hängt halt hier runter. Wir brauchen einfach kräftigere Räder. Hänge ich irgendwo fest? Aber das liegt vielleicht auch am Weg. Gott, das arme Pferd, Alter, das bricht mir zusammen. Können die Pferde in diesem Teil auch sterben? Weiß das jemand? Unter Arbeitslast? Zusammengebrochen? Sundancer hat Burnout. Wirklich? Okay, also. Jetzt wissen wir zumindest auch die Geschwindigkeit. Oh, das arme Pferd, Alter. Das arme Pferd. Das jüngste aus der Reihe. Also man ist ja wirklich richtig langsam. Und wir hängen fest. Irgendwo hängen wir fest. Siehst du das? Irgendwo hänge ich fest. Mich würde halt interessieren, wie weit kommt man? Was kann man alles raufladen? Ist das halt eine Option? Brauchen wir dadurch Stunden? Vermutlich. Probieren wir es jetzt trotzdem aus? Ja. Aber wir müssen halt wirklich gucken, weil wir können jetzt nur über intakte Brücken oder sowas reisen. Hat das irgendjemand von euch schon ausprobiert? Ich habe nämlich eigentlich ein sehr, sehr großes Bauprojekt in meinem Kopf. Ja, habe nämlich Bock. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt schon alle Bauteile dafür haben. Aber was haltet ihr denn davon, wenn wir... Soll ich euch das schon verraten? Nein, ich verrate euch das noch nicht, was ich im Kopf habe. Das ist was Cooles. Ich habe das Konstrukt auch nur so ein bisschen in meinem Kopf. Gott, Alter, dieses arme Pferd trägt halt so einen ganzen Wagen. Mein hässlicher kleiner Wohnwagen. So sieht er aus. Aber weinen wir nicht oder meckern wir nicht? Sundancer macht einen sehr, sehr guten Job. Und normalerweise hätten wir ja noch gar kein Pferd. Ach, Leute. Ich ziehe jetzt noch ein bisschen entspannt vor mich hin. Weil das wird wahrscheinlich, bis wir den nächsten Punkt erreichen, wo wir Baumaterial drauf laden können. Das wird episch lange dauern, fürchte ich. Ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht im Schnelldurchlauf dann einfüge. Ah, wobei eigentlich leidet mit mir. Boah, aber das ist ja krass. Das ist ja echt langsam. Gut zu wissen. Nein. Mein Pferd driftet ab. Aber wir können auch ein bisschen schneller laufen hier jetzt mal ein bisschen. Doch, können wir. Ja, ich wollte schon sagen, muss ja hier jetzt nicht so im ganz langsamen Tempo. Also es ist ein bisschen schwierig fürs Pferd. Das Problem ist, das Pferd und ich, wir sind halt auch noch nicht Best Friends. Muss halt echt bei dem Wagen aufpassen.
dass es sich nicht verkantet oder verkeilt. Der ist halt riesig. Warum baue ich auch für den Anfang gleich so einen XXL-Wagen? So, aber wenn es denn einmal läuft, dann läuft's. Und hier haben wir... Entschuldigung. Gib gleich noch einen Apfel. Hätten wir, glaube ich, gleich das nächste Baumaterial, was wir raufladen könnten. Ja, da gehe ich auch mit. Oh, ist halt auch die Frage, ob wir hier über die Brücke passen. Wir gucken das gleich mal. Wir gucken gleich mal. Uah, ich häng fest. Bist ein gutes Pferd. Bist wirklich ein gutes Pferd. Pass auf. Wir brauchen mehr Äpfel. Heißt das übersetzt. So, aber ich... Ja... Ich habe halt auch noch keinen hundertprozentigen Plan, wie das Konstrukt am Ende aussehen soll. Also, nee, wie es aussehen soll, ja, aber woraus ich das, also was ich dafür alles für Teile brauche, kann ich euch noch nicht so hundertprozentig genau sagen, aber wir brauchen viel. Es ist ein Großprojekt. Außerdem interessiert mich ja, wann macht das Pferd schlapp? Also nicht so in dem Sinne, sondern wann ist das Maximale erreicht? Wie viel können wir transportieren? Macht man das vielleicht einfacher, wenn man noch mehr Räder ran macht? Das wäre jetzt auch noch eine Überlegung. Wir hätten ja noch ein paar Räder im Angebot. Verteilt sich die Last dann? Wie ist das auf dem Boden? Hängt das in der Luft? Es ist schon wieder so dunkel. Es könnte auf dem Boden sein, weil vielleicht ist es dann einfacher zu fahren. Oh, das ist eine gute Idee. Weil physikalisch gesehen... Je mehr Achsen du ja irgendwie dran hast, müsste es sich ja verteilen. Gut, klar, durch die Radgröße wahrscheinlich auch noch. Würde ich jetzt mal so denken. Was? Du kannst nicht noch mehr miteinander verbinden? Okay, wir haben das Maximale erreicht. Aber heißt das, für alle Konstrukte gibt es ein Maximum? Dann kann ich ja auch nicht noch mehr Material raufladen. Richtig? Doch, kann ich. Kann ich safe. Ich muss es ja nicht verbinden. Hehe. Ich kann es ja einfach hier dazwischen stellen. Weil verbinden kann ich nicht mehr, ne? Okay, gut, kein Problem. Aber ich kann es raufstellen. Nein, ich wollte mich gar nicht. Warte. Daher nehme ich auch diese hohen Wände, weil dann passt das ganz gut drauf. Okay, Ladies and Gentlemen, wie dieses Bauprojekt weitergeht, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Klickt euch sehr, sehr gerne rein, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und ich weiß, einige von euch interessiert es vielleicht brennend, was ich hier vorhabe und ab welchem Punkt ich aufgeben werde. Ich würde mich sehr, sehr freuen und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Did it,